Baby. Los, raus mit euch! Ich will mein Baby zurück. Brauche Verstärkung! Fein! Baby!
Es ist alles meine Schuld. Ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Lou? Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt?
Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst du jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke, amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Und diese vielen Alles bilden ein Multiversum.
Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, Clifford Unger, gar nicht in dieser Schlacht kämpfte. Ich kann es nicht erklären, aber wenn du mich mit dem chiralen Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Die Ex-Granate Typ 0. Noch da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Volltreffer. Helfen? Ach du Scheiße. John, bist du das? Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du ihr Mann bist. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel.
Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Du musst sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor. Ich erwarte dich. Am Terminal findest du den offiziellen Auftrag. Dank für deinen Beitrag. Deinen Beitrag.
geprüft. Abgeschlossen. Waffen entfernt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung aufgerufen.